ausgefallen, weil Daisy eine Memme ist. Ey, ich war auch krank, ne? Also, Weil wir ihr waren beide alle. Memmen seid. Unsere halbe Stadt ist Alter. krank, ja. Ich habe noch gar keine Musik rausgesucht. Boah, ich baue langsam ab. Aber ist ja auch so geil, weil ich wurde krank zuerst und dann so, Digga, ich bin krank. Oh, warte. Ey, guck. Und dann so, ja, aber jetzt hätte ich Zeit, die Game Awards zu gucken. Hast du Bock? Der Und Lextag dabei war ich nur so, gefickt. So, na gut, stopp, dann gehen wir stopp, jetzt stopp, stopp, schlafen. stopp. Servus, willkommen im Podcast. Neue, letzte Woche ist ausgefallen, weil die beiden Muschis sind. Hallo. So. Hallo, hallo. Ja, unser Gast darf sich Mimi. mal kurz vorstellen. Das Wort gehört Hey, dir. hallo. Hallo, ich bin der Chris. Bin auch da. Darf jetzt auch mal dabei sein. Bin auch Darf dabei. auch mal was sagen. Keiner in dieser Produktion wurde gezwungen, hier mitzumachen. Jeder ist hier freiwillig. Ja, ich Chris, ich fliege schick eigentlich dir hier mal kurz krankenhaus. ein Dokument, das würde ich gerne unterschrieben haben. Aha. Ich schick Wenn dir du die mal Waffe auf mich richtest, kurz ein Dokument. Ich brauche da mal ein, zwei Unterschriften. Unser Wie, ich Podcast ist bekomme kein gefährlich, da Geld. kann auch mal was passieren. Also, es kann sein, dass irgendwie Klaviere runterfallen und Leute erwischen. Guck mal, er hat den Absatz noch nicht gelesen, dass er mit den Katar-Stadien abbauen muss. Ja. Ja, doch, doch, das weiß ich schon. Die haben ja gesagt, ich kann in so einen Container, den Container kann ich mir behalten. Kann ich dann schlafen. Aber der Das ist Container, sehr in human. den Containern gibt es nur eine Heizung und keine Klima. Aber diese eine Klausel hier, die gefällt mir nicht. Da steht hier, ich muss zahlen. Ich dachte, ich werde bezahlt. Guck mal, Daisy und ich haben ein Das ist ja Premium-Format. fast das Gleiche. Guck mal, du zahlst auch Eintritt, um in den Club zu kommen. So ist okay. Ja, nice. So, also. Heutige Themen. Game Awards. Die Sache mit Peetsmeet wollte ich noch kurz einstreuen, damit Fabian Döllers Joke. Ach, Keine das ist ja gut. Ahnung, ob ihr das mitbekommen Ja, klar. Ich glaube, ich habe das sogar geschickt, ja. habt. Hast du auch mitbekommen, dass er das nochmal versucht hat, nur mit Gronkh? Echt jetzt? Wow. Nee, beim Ja, zweiten klar, Mal ist weil. es unlustig. Naja, es hätte aber besser gepasst, weil Gronkh hat irgendeine Synchro-Stimme in irgendeinem Film oder eine Serie, keine Ahnung. Und deshalb ist er am Freitag ein bisschen später zum Stream gekommen und das hat er dann rausgetweetet und der Döler so: Ja, jetzt haben wir ihn aber wirklich. Und jetzt die neue Stimme. Jetzt haben wir Varios Was Stimme. hat ein Kronk eigentlich bis jetzt so synchronisiert, außer, wie heißt das nochmal? Evil Within, glaube ich, war es irgendwas? Er hat einen Charakter bei Evil Resident Evil, dem Withins, neuen Film. nicht Evil Also Within beim Film. 2, hat er doch im Game irgendwas synchronisiert da, diesen Schwarzen mit seinem kleinen Genau. Bruder da. Genau. In Cyberpunk ist er, soweit ich weiß, drin. Da merkst du aber auch mal, Genau. dass das ein anderes Zeitalter war. Da wurde noch nichts hier mit Blackfacing gepostet. Da war die Ja, Welt noch komm, okay. ne, das stimmt so nicht. Das gab es schon, aber nur viel kleiner, weil es egal war. Ja. Genau, in Cyberpunk war er drin. Da war. Cyberpunk und Final Fantasy 15 war er drin. Ja. Da war er so ein Nebencharakter auf einem Schiff in der Stadt drin, das weiß ich noch. Mit Pandoria. Ja, es ist ganz einfach. Pass auf. Also. Was? Okay. Sehr interessant. Er hat anscheinend sogar im Monster Hunter-Film eine Rolle gesprochen. Und zwar war ja der Josh Hellman, wer auch immer das war in dem Film, keine Ahnung, Hat er einen hab den Helm? Film nicht gesehen. Hat er einen Helm aufgehabt und war ein Mann? Als Stealer. Stealer? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der Vorling. Dann, er war im Spider-Man A New Universe, war Kingpin, also der Bösewicht. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Dann im Planet der Affen war er Preacher. Also ein Affe, ja. Dann in Stimmt, in Lego Lego Bat Batman, der Joker, Ach, stimmt, stimmt, genau, ja. Joker. Und in Alien Covenant war der Lured, keine Ahnung. Genau, und Resident Evil Final Chapter hat er in Christian gesprochen.
Das sind jetzt Filme, die anderen sind nicht drin, ja. Die Spiele. Ich glaube, der hat noch irgend so einen Nebencharakter, was aber auch viele YouTuber gemacht haben, in Witcher 3 gehabt. So ein irgendein Typ auf der Straße halt. Genau, in Just Cause 3 war der Polizeichef. In war dieser Schwarze, genau. Dann gibt es natürlich auch wieder Negativbeispiele für Synchro-Rollen. Nehmen wir mal Julian Bam. Ja, so schlecht hat er es noch gar nicht gemacht. Ja, aber es ist halt schon. Du musst ja auch eine Hauptrolle mit Profi-Synchronsprechern vergleichen. So, und wenn man ihn mit einem Profi-Synchronsprecher vergleicht, war das schlecht. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen. So, dafür, dass er ein Anfänger war, war es gut. Aber für eine Hauptrolle ja, war es schlecht. Naja, aber wenn du dir die Originalstimme anhörst von Sonic und dann seine Stimme mit seiner Stimme vergleichst, dann passt das sehr, sehr gut. Weil der hat auch so eine quietschige Stimme im Englischen und deshalb würde ich sagen, das passt schon. Also, ich bin da ehrlich, ich find's immer so ein bisschen weird, wenn ich zum Beispiel das Gronkh als Joker gesehen habe, fand ich da einfach ein bisschen weird. Ich find's ein bisschen weird, wenn ich die Leute Synchronsprecher da so ein bisschen kenne. Das ja, ist, aber, das fühlt sich aber irgendwie weird an. Das ist für mich so ein bisschen das Problem, aber weil bei Joker hat man's, da hört man es raus. Ne? Zum Beispiel bei Cyberpunk, da hört man es jetzt nicht so raus. Genauso wie bei Resident Evil. Bei Resident Evil habe ich es gar nicht mitbekommen. Ich habe den kompletten Film gesehen und dann irgendwann, der ist zwar relativ früh gestorben, der Charakter von ihm, aber trotzdem, ich hätte es nicht mitbekommen, wenn es nicht im Stream jemand gefragt hätte. Also von dem her. Warum flackert hier eine Lampe, Alter? Das ist ja eklig. Flacker woanders. Oh, okay. Also, zum Beispiel mit Gronkhs Rolle bei Spider-Man mit Kingpin. Was ich halt schade finde. Ja, die Rolle hat halt sehr gut zu ihm gepasst. Ja, hat er auch gut gemacht. Aber warum nimmt man da nicht zum Beispiel den solchen Synchronsprecher, der zum Beispiel bei Daredevil und jetzt hier bei Hawkeye da Kingpin gesprochen hat? Naja, weil es keine Hauptrolle nicht war und es war eigentlich nicht wichtig, weil das nur so ein Spin-off-Film ist und kein Hauptfilm. Ja, wenn jetzt Kingpin im Hauptfilm wäre, klar, wäre es was anderes, aber so ist ja egal. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass halt da gesagt wird, so hey, wir haben halt hier jemanden, der hat eine große Reichweite. Ja, um nochmal den Film zu promoten. Synchronsprecher kennt man ja nicht so stark gut. Um dann Film noch ein bisschen zu promoten, genau. Also das kann ich mir halt vorstellen, dass es deshalb passiert. So. No. Oder die sehen sich halt, die schauen auch die Leute und sehen so, ey, die würde passen, die Stimme. Komm, die nehmen einfach. Oder irgendwie sowas einfach. Wir nehmen einmal alles zum Mitnehmen. Und so, gehen wir mal zum Thema Gaming Awards. Oh. Was waren eure Highlights? Es gab bei mir genau zwei Highlights an der Preisverleihung. Ja. Einerseits League of Legends dass Championship. Arkane gewonnen hat. Nee, ehrlich gesagt nicht so. Arkane hat gewonnen, fand ich richtig geil. Hätte ich nicht gedacht erstmal. Mhm. Gegen den Cyberpunk-Anime. Und Game of the Year, Elden Ring. Yes! Ja, aber das war ja schon vorher klar. Also, ja, klar war es nicht. Doch. Nö. Also, hatte gute Konkurrenz mit God of War. Ich kann ja auch sagen, warum ich zu 1000% sicher war, dass Elden Ring gewinnen wird. Weil Elden Ring hat nicht mehr nur noch die Dark Souls Community angesprochen, sondern auch alle, weil es den Leuten von außerhalb leichter gemacht hat, ins Spiel reinzukommen. Natürlich wurden die am Ende genauso gefickt wie wir alle. Ja, aber. Von Melania oder ja, sonst wem. Aber. Du darfst aber nicht vergessen, dass viele. Also, erstens, es war ja eine Jury, die den Gewinner ausgewählt hat. Ja. Und nur 10% von den Stimmen, die wo von uns kamen,
wurden da dann dazugezählt. Und von dem her, God of War Ragnarök, könnte ich mir vorstellen, dass es viel beliebter war bei den anderen als Elden Ring. Nee, alleine wurde da wahrscheinlich eher weniger für abgestimmt, weil Ragnarök ziemlich schwächer war als der davor. Ja, aber es war immer noch sehr, sehr gut. Also ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Preisvergaben, aber hat nicht sogar Ragnarök mehr Preise gewonnen als Elden Ring? Ja, aber bei Game of the Year meine ich. So klar, Storytelling und bla, hier so. Ist halt God of War. Elden Ring nicht viel sagen. Ja, ist halt God of War tausendmal besser, aber in Elden Ring geht's ja nicht um Storytelling. But actually, die ganze. Nee. Es gibt zwar Lore, aber es ist kein Storytelling. Heißt es ja nicht, dass es Spaß macht, ganze Lore da auf YouTube-Kanälen da durchzugucken und zu schauen, so ey, was ist da wo los? Wer hat mit wem geschlafen? Quasi das RTL des Gamings. Genau. Wie heißt die Welt nochmal, Elden Ring? The Land Betweens. The Land Betweens. Na, das Land dazwischen. Links, rechts ist dann einfach das Berliner Tor. Also, God of War hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Awards gewonnen. Und zwar Best Action Adventure, Innovation in Innovation in Accessibility, dann Best Audio Design, Best Score in Music und Best Narrative. Und irgendwann, glaube ich, 4 Elden Ring, soweit ich weiß. 2, wo sie ja keinen Award bekommen haben, und dann die letzten 2. No. Also, wo sie nicht auf die Bühne gekommen sind, so. Genau, also Elden Ring hat Game of the Year, Best Game Direction, Best Art Direction und Best Role-Playing Game gewonnen. Also auch. Oh, nicht schlecht. Also, sind die gleich auf. Nur Ragnarök hat halt noch den Best Actor gewonnen, weil ja der Christopher Judge. Ich halte mich gerade so ein bisschen raus. Ich habe mir in einer Stunde Material von 3,5 reingeballert. Mein Hirn muss das erst noch verarbeiten. Was ich halt dieses Jahr ein bisschen schade fand an den Game Awards. Es waren nicht so viele Spiele dabei, muss ich sagen. Es waren halt eigentlich in fast jeder Kategorie die gleichen Spiele. Liegt zwar auch daran, weil sie richtig gut waren, aber ja, war ein bisschen sad so zu sehen, leider. Ja, es sind ja auch leider dieses Jahr nicht so viele Spiele rausgekommen. Und viele Spiele, die noch gut wären, die sind ja erst jetzt rausgekommen. Jetzt raus oder verschoben? Ja, genau. Weil zum Beispiel Starfield wurde verschoben. Zelda wurde verschoben. Mhm. Ne. Das hat mich traurig gemacht. Ja. Und. Aber meist erwartetes Spiel, Zelda. Das ist für euch. Oder für dich. hat auch schon ein Game Award bekommen, ohne dass es noch nicht mal erschienen ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind die 2 Spiele, auf die ihr euch am meisten freut, die rauskommen und angesagt wurden? Also direkt, die auf das Ding angekündigt worden sind? Ja. Oder von dem man vorhin schon wusste, so. Die da erst angekündigt wurden. Okay. Also meins einerseits, gut, wurde vorher auch schon angekündigt, aber einen neuen Trailer gesehen. Und zwar das neue Final Fantasy, weil es einfach richtig schön. Bin ich auch safe dabei, alleine weil ich gesehen habe, dass sie auch wieder mehr Mechanics eingebaut haben. 15 war so meiner Meinung nach so. Es war irgendwann nur noch dasselbe. So von der Kampfmechanik gab es nicht viel rauszuholen. Weil ich denke mir dann so, hier Final Fantasy hat ja auch mit Disney zusammengearbeitet an Kingdom Hearts. Und wenn du dir mal überlegst, was für geile Kampfmechanics es gibt bei Kingdom Hearts und dann was die mit Final Fantasy 15 gemacht haben, denke ich mir, warum? Ihr könnt das doch eigentlich. So. Also ich war eigentlich auch nicht so der Fan von Final Fantasy 15, aber als ich gezockt habe, fand ich es ehrlich gesagt nicht mal so schlecht. Ich hab's wieder abgebrochen. Lag aber nicht daran, weil ich schlecht finde, sondern weil ich irgendwie nicht mehr die Zeit gefunden habe dazu.
Aber das muss ich noch weiterzogen. Ja, ich hab's durchgerusht, weil mich irgendwann diese Nebenmission, die Open World, einfach gar nicht interessiert hat. Ja, ist das auch, was ich Probleme hatte. Ich will eigentlich immer jede Nebenmission machen, und da kommen irgendwann mal so viele. Ja, weil ich war halt komplett raus. So, es war einfach nur uninteressant, weil es immer diese... Da gab's ja diese Bounty-Boarder, dieses Questboard. Und dann hast du dir was geholt und es waren immer gefühlt so dieselben 5 Missionen, nur mit anderen Sachen. Das stimmt schon. So, und weiß ich nicht, so wenn du die 2-3 Mal gemacht hast, hast du keinen Bock mehr. So, geh es mal dahin, kill irgendwas, sammel irgendwas, geh wieder zurück. So. Genau. So, sehe ich aus wie ein Pizzalieferant, was soll das? Ja. Das Hauptproblem bei mir war ja, dass du einfach teilweise für diese eine Quest musstest du 50 Kilometer fahren mit dem Auto oder laufen oder sonst was. Dann killst du 3-4 und kommst wieder zurück und bekommst dann nichts. Also mein Favorite. Das hat mich richtig genervt, dass die Schnellreise so komisch war. Ja. Das hat mich richtig genervt, aber ich glaube, da gibt es auch irgendwie wieder Mods oder sowas. Ja, yeah, und das fliegende Auto bekommst du wann? Ja, am Ende des Games. Ganz danke zum Schluss, ja. Ich hab das fliegende Auto gar nicht bekommen. Du musst bestimmte Sachen machen. Du musst drei. Nein, ich hab das Spiel so hart durchgerusht, dass ich mit Level 36 den Endboss gemacht habe. Und glaub mir, ich hätte ein Video machen können mit No-Hit-Challenge, weil ich keine Heilungssachen hatte und gar nichts. Und ich musste, du weißt, am Ende kam erst Ifrit und dann der Endboss. Und ich habe beide durchgemacht ohne Healing, weil du konntest dann auch nicht mehr zurück. Und dann ist so, okay, no challenge accepted. No, habe ich geschafft? Hätte tatsächlich ein Video machen müssen. Ja, ich hab's geschafft, Alter. Einmal war ich so frustriert. Du kennst das doch bei Final Fantasy 15, wenn du so quasi tot bist, aber noch diesen Timer hast, sodass sich deine Teamkameraden heilen können. Aha. Und da bist du ja alleine beim Endbosskampf. Der Boss hatte noch so 2 Hitte an Leben und ich war in dieser Sterbesequenz und musste so quasi zugucken, wie ich verliere. Und ich war so frustriert, dass ich komplett still so im Fokus auf meinen Bildschirm geguckt habe und den gefickt danach bei dem Versuch. Ja. War halt. Da kommen Dark Souls Vibes hoch wieder. Ja. Da geht gut. Und jetzt kommt das Schwierigste, ein zweites Spiel auswählen. Also, so. Ganz ehrlich, worauf ich mich freue, also wirklich sehr, ist auf den neuen Mode von Among Us. Hört sich zwar ein bisschen lächerlich an, aber einfach von dem Multiplayer-Aspekt, dass wir endlich mal wieder mit mehr Leuten irgendwas zocken können, finde ich geil. Könnte witzig sein im Modus. Ja. Könnte witzig sein, ja. Also einfach mal so ein neues Multiplayer-Game, so nice. Da würde mich als Chris's Ding da 2 Picks interessieren, weil ich muss noch mal ein bisschen überlegen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich finde persönlich Hades 2 sehr interessant, weil ich Hades 1 einfach nur geil finde. Es ist so gut gemacht, das Storytelling in dem Game ist so gut, dass... So gut. So gut. Ich wollte überwinden, das auch mal zocken, weil man wirklich nur Gutes wieder bei Hades. Ich mach mir mal gerade die Liste auf, was alles überhaupt gezeigt wird, weil... Bei Hades hast du das Problem, du musst halt irgendwann auch mal weiterkommen und du musst halt auch sterben, weil wenn du nicht stirbst, geht die ganze Story nicht weiter. Okay, ja, also keine No-Hit-Challenge. Ich glaube, das geht gar nicht. Das ist ja scheiße. Ja, dass ich einen dummen No-Hit-Challenge hatte. Ey, Junge, das werde ich mein Leben nicht vergessen, wie ich da geschwitzt habe. Also ich kann mich gar nicht entscheiden bei 2. Es wären bei mir sogar mehr. Das ist bei mir auch so hart. Ich schaue gerade auch alles durch. Stimmt, Remnant 2 wurde noch gezeigt. Genau. Ist das der Nachfolger von Remnant from the Ashes?
Genau, das ist der Nachfolger davon. Ja, dann könnte das auch ganz geil werden. Das wollte ich auch nochmal sehr hart nachholen, weil Remnant from the Ashes war schon eine richtige Neuheit. Diablo hat mich noch nie gejuckt. Das wäre ein Kandidat für mich. Von zweiter Kandidat. Tekken und Street Fighter, nee. So als Kind mal, so, ja, weil es so cool war, sich irgendwie virtuell zu kloppen, ja, aber heute, nee. Ich war noch nie ein Fighting Games Freund, weil ein Fighting Game, ein Kumpel von mir ist ein guter Fighting Game Spieler und hat mich immer nass gemacht. Ja. Oh. Und hatte dabei keinen Spaß dann immer. Wie ich meinen kompletten Freundeskreis plus Familie Naruto Ultimate Storm. Mich konnte keiner 101 ficken. Außer halt so Party-Fighting-Games, zum Beispiel Super Smash Bros., das bin ich dann schon wieder witzig. Mhm. So. Mhm. Destiny 2. Mhm. Bei Ghostbusters Rise of the Ghost Lord VR weiß ich nicht, so viele, ich würde sagen, prozentual gibt es gar nicht so viele VR-Spieler, oder? So prozentual von allen Gamern. Ja klar, ist teuer. Nicht wirklich so viele, ja. Weil ich finde, es gibt noch keine günstigere Alternative zu einer VR-Brille. Bei mir ist halt so, ich würde mir gerne holen, aber es gibt noch nicht so viele Spiele, wo ich sagen würde, ja, dafür brauche ich das jetzt unbedingt. Ja, für, es gibt so ein, zwei Spiele, die mich interessieren. Wie heißt dieses Lightsaber, wo du so Musik dingst? Das war natürlich eins davon. Beat Saber. Früher sehr gerne Uso gezockt. Es gibt ja die Oculus Quest 2. Ja, die kostet aktuell 400, glaube ich. Ja. So um den Dreh. 400. Das ist sogar okay. Ist ja auch ein guter Preis. Nur. Ja, aber 400, ja. Überleg mal. So, davon kaufen sich andere Leute eine Konsole. Ja, aber ob ich jetzt einen Monitor kaufe für 400 oder ob ich jetzt ein VR-Headset kaufe. Ja, aber sieh das mal aus einer Sicht von jemandem, der gerade in Gaming reinkommt. So, der braucht und jetzt kein Konsolenspieler, sondern einer, der einen PC braucht. So, erstmal braucht er einen guten PC. Das ist dann, was für Grafikkarte braucht der? So 3060, 2070, um überhaupt VR-Spiele cool spielen zu können? Was gibt denn der da aus? Zwischen 1000 und 1500, so irgendwas. Ja, und weiter? So, und dann kommen nochmal die 400 Euro VR-Brille dazu. Dann noch die Kosten für das Spiel und dann wahrscheinlich Gaming-Branche DLCs. Schön hier, gibt man ein 20 Pro DLC. So, wie viel gibt man dann aus, wenn man da reinkommen will? Ja, aber. So, du ehrlich, bist wenn, vorher ein kleines Kind, was so immer nur DS oder Wii gespielt hat. Ja, dann hast du aber auch keine Ahnung von VR. Woher denn? Das kann doch sein, du warst mal im Mediamarkt, hast da die VR-Brille gesehen für PlayStation. Ist ja auch manchmal ausgestellt im Mediamarkt. So, hast es mal kurz aufgehabt, fandst du geil, willst einsteigen? Ja, kannst du. Weißt du gar nicht, wie Hardware. Wie Hardware belassen zu der Jobrille ist, das weiß ich gerade gar nicht. Das ist. Es kommt drauf an. Es ist wie mit allem, es kommt drauf an, was für eine VR-Brille hast du, was für eine Auflösung hat die VR-Brille. Wenn du eine gute VR-Brille willst, dann hat die schon mal ein bisschen besseren Bildschirm drin. Und dann hast du teilweise in einer VR-Brille eine höhere Auflösung wie bei dir vom Monitor. Weil das brauchst du natürlich auch, weil du bist ja direkt mit den Augen am Monitor. Wenn du jetzt eine schlechte VR-Brille hast, dann siehst du die Pixel. Und wenn du die Pixel siehst, ist scheiße. Ja, stimmt. Gut, das stimmt. Also ich habe. Und ich glaube, da ist sogar noch eine Lupe drin, halt für weit- und kurzsichtige Menschen, glaube ich. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Nö. Soweit ich weiß nicht, weil ich immer höre, so ist die VR-Headset gut für Brillen oder sowas. Genau, also an sich nicht. Es ist nur, dass du brauchst diese Optik drin, dass der Bildschirm, also das muss sich an deine Augen anpassen, weil du eben so nahe dran bist. Ansonsten müsstest du schielen und so einen Scheiß. Und deswegen hast du da auch. Das stimmt, dafür gibt es eine Korrekturlinse passend für Oculus Quest. So heißt das Ding.
Das gibt und du musst logischerweise auch, wenn du eine VR. Aber die kostet auch nochmal 60 Euro. Ja klar, es ist nicht angekommen. Gibt ja auch keine Spiele dafür. Also. Warte. Weißt du, wo man sich diese Korrekturlinse kaufen kann? Auf www.nasenfahrrad24.de. Ja, nice. Mega. Das sind die guten Seiten. Not sponsored. Oh Mann. Also ich finde die Oculus Quest super. Shit, not sponsored. Mama, krieg ich zu Weihnachten die Quest 2? Aber nur wenn du artig bist. Vielleicht kriegst du dann noch 2. Also ganz einfach, für jedes Kind, das jetzt ein VR-Headset haben will und einen guten PC, ja, fang mit TikTok an und mach Werbung für die Oculus Quest 2. Und wenn du dann 16, 17 bist, dann kannst du schon Richtung OnlyFans gehen. Genau. Fang klein an mit Fußbildern, hier und da mal den Bauchnabel und dann kannst du mit 18 richtig loslegen. Ab 18 beginnt der Spaß. So verstört. Wenn du männlich bist, wenn du männlich bist, lass dich umoperieren. Ja. Oder friss viel, dann hast du auch Bubis. Mhm. Du musst sie nur ordentlich rasieren, schön umkleben mit doppelseitigem Klebeband. Solange dein Gesicht nicht drin ist, passt alles. Ja, dann könnte ich auch anfangen, weil ich habe so ein bisschen behaart, aber ich meine, das kann man ändern. Mr. Fista 3000. Ich klebe mir einen Nippel auf den Arsch und fertig. So. True. Jetzt mal weiter. Warhammer feiere ich nicht. Freue ich mich richtig drauf. Ich weiß nicht, ob es mir so richtig gefallen wird, weil es so ein Massenshooter, Massenrumhau-Spiel ist. Ich freue mich. Schaut geil aus. Warte, ich freue mich auf Party Animals. Schaut witzig aus und die Werbung war das da. Das ist von, wie hieß das andere nochmal, wo man sich dann gekloppt hat? Ah, oh, mir fällt's gerade nicht mehr ein. Das hatte auch einen kurzen Namen. Gangbeasts, glaube ich. Ja, oder? Gangbeasts, lol, das habe ich sogar. Okay. Genau, das ist so ähnlich wie Gangbeasts. Ja. Und da haben sie vorher den Witz gemacht, die sich selber kopieren. Also ist das sogar von den Leuten, oder was? Ja. Nee. Ah, okay, das wusste ich gar oder nicht. Oder nicht. Ich fand nur den Trailer richtig gut, weil die haben sich den Honest Game-Trailer-Typen geholt, der das immer einspricht. Und haben den dann die Werbung einsprechen lassen. Das fand ich der Hammer. Sehr sympathisch. Ich hab das nur die... keine Ahnung. Party Animals ist Gangbeasts on Steroids. Aber ist das von denselben Leuten? Entwickler Bone Leaf und Code Sync. Jetzt warte mal. So komisch. Hä? Nee, da steht also auf Google steht nur, dass die Party Animals gemacht haben, nicht mehr. Ja, das sind andere. Das sind andere. Ah, okay. Recreate Games, das sind andere. Ja, dann. Kann man auch mal gut klauen, ne? Ja. Ich meine, mich wundert, dass es noch nicht andere gegeben hat. So. Weil Gangbeasts war ziemlich beliebt sogar. Ja, weil also. Sonst wird jede Spielidee direkt geklaut und versucht besser zu machen. Ja, man sieht es ja bei Vampire Survivors. Ne? Vampire Survivors kam irgendwie Anfang des Jahres raus und war gut, war erfolgreich, zack, 500 Klone. Ja, Tribute von Panem kam raus, zack, Hunger Games. Ja, genau. War nicht Tribute von Panem auch diese Minecraft-Hunger so richtig groß gemacht? Ja, klar. Ja. Da war doch erst ein Minigame. Hunger Games. Also jetzt kommen wir zu den harten Fragen.
Ja. Hat die Tribute von Panem Battle, also so Battlegrounds-Spiele. Ja. Ja. Auch so quasi einen Anstoß gegeben. Ja. Ja. Ich find's immer noch schade, dass du keinen Compound-Bogen direkt am Anfang hattest, aber. Das PUBG, wie heißt das nochmal für ein Ding? Battle Royale Games, so Battle Royale ja. Games. Das sind auch Hunger Games. Quasi. Nur halt, was neu dazu kam, waren mit Zonen, dass sie kleiner werden und bla, aber ich glaube, das war bei Tribute von Panem ab dem gab's dritten... Auch sowas mit Zonen. Ja, dritte oder vierte Teil war das, glaube ich, wo die dann so auf diesem Gezeiten-Ding da waren, wo immer per Tageszeit irgendein Gebiet nicht zugänglich war. Schon so lange her, dass ich die Tribute von Panem gesehen habe. Ich wollte es mir vor kurzem wieder anschauen, was irgendwie auf Amazon Prime gerade kostenlos ist oder mal war. Aber dann irgendwie doch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt die Tage Crunchyroll abonniert. Ich hab mich hinreißen lassen. No. Ich habe so den ein oder anderen Anime dann mal legit angefangen. Ja. Ja, schon geil. Ich wollte jetzt, als ich krank war, Fire Force anfangen. Ja. 1899 geschaut. No, wow. Aber jetzt habe ich ein bisschen Zeit für Fire Force, wenn ich das mal anfange. Ich hätte so gesagt, ich bin im Intro hängen geblieben und habe die ganze Zeit zurückgespult. Hätte ich gesagt, okay, nice. Aber ist das? Was soll das? Warum denn? Latom. Ich gar nicht. Ja, Latom. Boah, das Latom war eine Zeit lang echt omnipräsent im Internet. Da hast du so ein Video gesehen, wie irgend so ein Haus am Abfackeln ist und so siehst da so Leute am Fenster schreien, eine Hand runter und kommentiert Latom. Und ich dachte mir so, gottlos, aber lustig. Genau mein Humor. Was halt bei den Game Awards noch gut war, was ich fand, ist einerseits Returnal und, wie heißt das nochmal? Das Zombie-Spiel da von der PlayStation, Last of Us. Genau, ja, das kommt für den PC nächstes Jahr. Da kommt aber auch ein Film. Da freue ich mich drauf. Da hatte ich dir den Link zugeschickt, ne? Auf die Serie freue ich mich. Genau, ja. Aber die Serie ist das eine Serie und kein Film? Okay. Ich habe den Trailer geguckt, Serie. Aber ich habe noch nicht so analysiert, ob das Film oder Serie ist. Für mich war so, ja, sieht cool aus. Nee, das ist eine Serie, die machen. Und die könnte richtig gut werden, also. Also so von dem Trailer her, von dem Trailer her sah geil aus. Ganz kurz. Weil wir gerade bei Serien und Filmen sind. Habt ihr das mitbekommen vom Henry Cavill? Nee. Okay. Henry Cavill ist ja Schauspieler von, also war Schauspieler für... Von Geralt. Witcher. Ja. Witcher von Geralt, genau. Der wurde ja weggeflamed. Ah. Da wurde nicht weggeflamed, sondern da hat er aufgehört, weil er anscheinend ein Angebot bekommen hat von DC Universe, dass wieder Spider-Man, genau, DC Spider-Man. Superman. Nee, DC Spider-Man, man kennt. Genau, man kennt's. dass er wieder Superman spielen darf. Stellt sich raus, ja, er darf nicht Superman spielen. Also da wurde jetzt abgewiesen. So, was kommt jetzt? Genau. Henry Cavill verfilmt Warhammer 4000. Was? Yes. Ja. Ja. Daisy schockiert. Was? Freundtränen kommen gerade hoch. Freundtränen kommen. Ich liebe es. Ja. Genau, Amazon, also das wird eine Amazon-Serie und Henry Cavill ist in der Hauptrolle. Selfie Kacke. Aber deshalb habe ich auch das Video von Asmongold gesehen. Weil erst hieß es ja, dass er Henry Cavill wegen Superman da aufhört. Mhm. Und jetzt wissen wir, dass er nicht wegen Superman aufgehört hat. Und wahrscheinlich deshalb, weil die Writer nicht so nett waren. Weil ja, die Writer das so ein bisschen umschreiben wollen, diese ganze Witcher-Serie. Und es gibt ein irgendwo ein Interview mit Henry Cavill, da wo er dann auch gesagt hat, solange die Writer von Witcher
nach den Büchern gehen und den Games, ist er dabei. Wenn die was anderes machen, ist er weg. Tja, zweite Staffel, war er noch dabei, haben aber schon Scheiße gebaut und jetzt ist er weg. Komisch. Ja. Schade. Der hat ziemlich gut gepasst in die Rolle. Aber okay. Nur so besser Warhammer kann. Ja, Warhammer ist. Er hat sogar offiziell auf seinem Instagram-Account bestätigt. Richtig. Dass er mal was Langweiligeres machen wollte. Das ist richtig geil. Er hat geschrieben, super. Er hat geschrieben. Für 30 Jahre lang hat er davon geträumt, dass Warhammer-Universum als Live-Action kommt. Und jetzt nach 22 Jahren... Hat er die Figur schon lange gemalt, hat man auf den Interview. Bitte was? Was hat er? Du warst ein bisschen laggy, Daisy. Ja. Genau. Was? Ja. Worauf ich mich noch richtig freue? Atomic Heart. Ihr das kennt? Wollen wir einfach so tun, als ob wir den Anfang gehört haben? Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Habt ihr mich nicht gehört? Okay. Atomic Heart. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das Spiel beschreiben soll. Von russischen Entwicklern. Aber ich freue mich richtig drauf. Das sah nice aus. Also. Das ist ganz einfach zu beschreiben. Bliert. Genau. Und Mick Gordon macht den Soundtrack. Und Mick Gordon und Synth-Soundtracks, richtig geil. Dann Death Stranding 2 kommt raus. Bin ich kein großer Fan von, aber ist auch eine große News. Hey, Walking Simulator 2.0. Nice. Ich hätte gern den Loading Gate Simulator 2 gehabt. Loading Gate Simulator? Mhm. Es gab doch mal einen Loading Screen Simulator. Der hat mein Leben erfüllt. Das waren schon die harten Spiele, der mit der guten Story. Mhm. Dann Lords of the Fallen freue ich mich noch. War der erste Teil nicht so geil, aber der neue schaut schon mal von dem Trailer her richtig witzig aus. Und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Thema. From Software hat ja ein neues Spiel angekündigt. Mhm. Es ist kein Dark Souls Spiel, sondern ein Gundam Spiel. Armored Core. Armored Core 6 kommt wieder zurück. Also Armored Core kommt wieder zurück. Also scheiße, okay. Ey, ich find's so, ey Jungs, es hat einen Grund gehabt, warum ihr euch irgendwann auf andere Spiele fixiert habt. So, macht das, was ihr könnt. So, why? Ich habe keine Ahnung von Armored Core, ob das. Ich habe das früher nicht gesehen, aber das ist halt ein Spiel, mit dem sie angefangen haben. Mhm. Und wenn die es jetzt in geil machen können, ich freue mich drauf. Ich hab Bock. Also, das Spiel ist so alt wie ich. Nur so nebenbei. Was denn? 108? Ja, genau. Nee, von 1997. Ah. Das ist gern. Immer diese jüngeren Leute hier. Hey, ich bin älter wie Daisy, ne? Nur immer so nebenbei. Ich bin immer der Jüngste. Daisy ist seelisch 80. Ja, ich merke schon im Brücken. Morgen habe ich Rente. So, Genshin Impact. Gab's auch noch einen Trailer? Oh ja. Das sieht mich zum Glück nicht. Ich habe ein neues Handy. Könnt drauf spielen. Ich werde es nicht spielen. So, was sagt ihr zu Suicide Squad Kill the Justice League, zu dem Trailer? Ich glaube, du kennst meine Antwort, Domme. Du hältst nichts von Helden, aber das hat ja auch nichts mit Helden zu tun, weil Justice League ist eher so humorvoll aufgebaut. Das stimmt schon auch wieder. Und es sind keine Helden. Suicide Squad, Entschuldigung. Anti-Helden. Ja. Und mein Favorite immer noch der High-Typ.
Teiltipp ist schon cool. Oder auch im Trailer da. Diesen kleinen Humor einstreuen feiere ich immer. Wo er Flash da an die Wand gehalten hat, irgendwas aufgefallen hat, Flash wieder nach vorne, er ihn wieder nach hinten, immer noch am Fummeln gewesen. So die kleinen Sachen, die liebe ich. Ja, gut. Also man hat da schon mal einen Gameplay-Trailer gesehen zu dem Spiel. Den fand ich jetzt nicht so brutal geil. Ja. Aber hey, es kann mich überraschen. Vielleicht wird es nice, das Spiel. No, also. Hier, ich habe mal eine kurze Frage. Ich weiß, das ist peinlich, aber Hellboy zählt zu Marvel, oder? Wer zählt zu Marvel? Hellboy Marvel oder DC? Ist weder Marvel noch DC. Okay, dann nevermind. Ich habe das Hellboy-Spiel wurde noch angekündigt. Ja. Ich habe vorhin überlegt, ob das zu Marvel gehört oder zu irgendeinem Franchise, ja. Aber anscheinend gehört es zu nichts. Zum Hellboy-Franchise. Ja, zum Hellboy-Franchise. Ich weiß über Hellboy nicht so viel. Ich weiß nur, ich früher mal als kleiner Junge vom Fernseher gesessen bin und Hellboy gesehen habe. Und eigentlich dachte ich, das ist eigentlich ja ziemlich cool. Ja. Aber hab's dann nie wieder geschaut. Ich war ja nach Jahren schockiert, als ich mitbekommen habe, dass die Blade-Filme zu Marvel gehören. Ich dachte so, wie, das ist Marvel? Ja, weil die Verbindung zu Blade und Marvel ist Morbius. Also Blade habe ich früher als Kind schon auch gern geschaut. Ja, das ist Marvel. Ja. Meine Welt bricht zusammen. Ich darf Blade nicht mehr gut finden. Nee, Spaß. Hallo? Für dich, Daisy, für dich empfehle ich Guardians of the Galaxy. Ich weiß, du fühlst Heldenfilme nicht. Guck Guardians of the Galaxy an. Beim ersten Film eingeschlafen, dann habe ich es nochmal probiert, habe es geschaut, fand ich ganz okay, auch ziemlich witzig. Ja, der zweite. Der zweite ist auch nice. Und der dritte kommt bald. Im Januar, im Februar, März. Wann war das nochmal? Also kommt der schon wieder, ne? Ja, ja, der dritte Teil kommt jetzt. Aber Daisy, du hast ein anderes Problem. Du magst auch Deadpool. Deadpool ist wieder, das ist die Ausnahme. Und ich mag ein paar Batman-Filme. Hast du den Trailer gesehen von Deadpool 3? mit Hugh, willst du im neuen Deadpool-Film auftreten? Jupp, okay. Naja, ist von dem Ball, wenn die Treppen hochgeht. Ja. Wurde ja schon gerätselt, ob das so dann quasi so, dass die beiden da als Gegner antreten in dem Film. Was ich nicht glaube, weil aber dafür ist der Charakter Deadpool zu sehr vernarrt in Wolverine. Aber ja, man wusste es eigentlich schon. Ja, man hat gehofft. Weil, man hat nicht gehofft, man wusste es eigentlich schon. Ja, wegen dem kleinen 2. Hint. Was war das? Da war ein kleiner Hint in She-Hulk mit Wolverine. Nee, da stand, das war in Deadpool 2. Ja, aber in She-Hulk gab es auch einen Hint. Keine Ahnung, ich habe She-Hulk nicht gesehen. Das da stand auf einer Zeitung unten rechts ganz klein: Mann mit Metallklauen verprügelt jemanden in der Kneipe. Ja, aber cool, aber mir auffällt. Aber redet noch fertig, wenn noch fertig geht. Naja, redet. Aber das mit Mann mit Metallklauen verprügelt Leute in der Kneipe, das war doch, das ist doch komplett anderer Zeitstrang. Das ist doch der Moment, da wo. Das ist doch vom letzten Wolverine-Teil. Da, wo sie wieder zurück. Also ich kann dir nur das sagen, was halt in der Serie drankommt. Ich weiß nicht, in welchem Zeitraum der Film spielen wird, Deadpool 3. Ich weiß nicht, was für ein Zeitstrang. Ich weiß nicht, welches Paralleluniversum. Ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass der dann Easter Egg in der Zeitung unten rechts in She-Hulk war mit Wolverine. Ja, das ist alles, was ich dir sagen kann. Bei Deadpool 2 wurde es ja angeteasert, als Deadpool in der Zeit zurückgereist ist, ganz am Ende vom Film. Und dann war er ja in dieser Szene, da wo er als Deadpool richtig scheiße ausgesehen hat. Ja, mit dem zugenähten Mund. Ja, da hat er doch Laseraugen. Ne? Ja. und den Mittelfingerschwert. Ja, gut.
Eieiei, ey, dieses Mittelfingerschwert, ey, das wird mich mein Leben lang im Kopf verfolgen. Es wurde auch ein Wolverine-Spiel angekündigt, oder nicht? Oder vertue ich mich da gerade? Weiß ich nichts von. Irgendein Trailer gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob das Wolverine-Spiel oder ein Film war. Aber soweit ich weiß, war das ein Spiel. Ja. Cool. Nix mitbekommen, keine Ahnung. Aber die X-Men-Spiele fand ich schon damals nicht gut. Doch, ein Wolverine-Spiel von Insomniac Games, also von den Ratchet & Clank-Machern. Also wird das auch so storybasiert mit komischer Comic-Grafik, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, man hat da nur in einem Trailer kurze Klauen gesehen oder sowas von Wolverine und mehr nicht. Ach so, ja. Und dann war es irgendwie still, aber wenn ich gerade schaue... Ich glaube, ich hatte mal auf meiner Nintendo GameCube ein X-Men-Spiel, aber das war gefühlt so Tekken mit Story. So gefühlt. Obwohl bei Tekken gibt es, glaube ich, auch eine Lore. Ich kann mir den Trailer schicken hier. Aber man hat doch mal gesehen, man hat gesehen, dass er in der Bar ist und irgendjemand will den angreifen. Dann habe ich es vielleicht sogar gesehen. Was ist denn jetzt hingeschickt? Achso, als. Ja, ist ja auf Discord geschickt. Okay, achso, ja, das habe ich, glaube ich, gesehen. Das habe ich, glaube ich, gesehen, aber dann verdrängt. Du weißt ja, wie es ist, ne? Da ist gekommen und ich dachte mir so, da war doch was. Was ist da draus geworden? Das ist schon wieder 2 Jahre her. Fast. Aber ich glaube, das ist so aktuell das Ding, Wolverine einführen mit Kneipenschlägerei. Und wenn es nur ein Zeitungsartikel ist. Der legendäre Kneipenschläger Wolverine. Ja. Und wehe, du guckst seiner Begleitung auf den Arsch, Alter. Oder bezahlst die Klofrau nicht angemessen. Achso, Jungs. Habt ihr noch ein Thema? Also das war's jetzt eigentlich für die Game Awards von mir. Wir haben über alles gesprochen, was ich so sprechen wollte. Der Typ am Ende von der Game Awards. Stimmt, der war noch. Ja, ich hab das... Hast du das mitbekommen? Nee. Oh nö, ach, den besten... Ja, okay, eigentlich der traurigste Teil von den Game Awards. Am meinst du dieser Typ, Awards, der direkt nach Final Fantasy 15 da rumgelabert hat, oder was? Nee. Nee, der war direkt nach der Game Awards Verleihung von Game of the Year. Okay. Da ist einer mit auf die Bühne hochgeschlichen. Keiner hat das gecheckt, irgendein Jugendlicher. Mhm. Ich habe auch, wie wir angestaunt, gesagt, wer ist denn das eigentlich? Ist das irgendein Kunde von denen oder sowas? Mhm. Und dann hat er einen gewartet, er hat erstmal alle an den Rücken gehauen, so ein bisschen so geklopft, so gut gemacht. Mhm. Und dann hat er gewartet, bis sie mit der Rede fertig waren und hat dann selbst auch eine kleine Rede gehalten. Und? Er hat den Game of the Year seinen Rabbi-Freund Bill Clinton gewidmet. Sein orthodoxen Rabbi-Freund Bill Clinton gewidmet. Ja. Einfach so, der stand dann da und hat einfach losgelabert. Und die ganzen Leute im Publikum so, was ist denn hier los? Und dann sagt er noch so, Dankeschön. Und dann alle so ein bisschen geklatscht und dann kam Musik und dann war Ende. Okay. Also. Ja, er wurde dann festgenommen, so wie ich das mitbekommen habe. So ein Weirdo-Moment halt so. War aber minderjährig und deshalb haben sie ihn wieder freigelassen. Oh. Ich glaube, Jason Schreier hat ihn interviewt, habe ich mal gelesen irgendwo, aber bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Na top. Solange der Rabbi. War einfach richtig. Solange der Rabbi-Freund sein Dings bekommen hat, seinen Preis. Der Bill Clinton. Bill Clinton, jetzt seitdem haben die Bill Clinton-Memes angefangen. Ah. Ja, der Witz ist der, an irgendeiner Schule hat Bill Clinton jetzt wirklich irgendeinen Preis gewonnen. Echt jetzt?
Ja, ja, und jetzt haben die Leute so, oh my god, this kid is from the future. Oder andere haben dann... andere haben dann von der Schule Fotos geschickt. Oh my god, this kid is on my school. He's in my class. Das ist so geil. Kann man die Klasse rede. Ja, yeah, und der redet wirklich so. Also der hat voll die tiefe Stimme oder so. So voll okay? Ja, klar. Jeder braucht seinen Cringe-Moment im Fernsehen. Jeder. Ich warte auf Daisys Moment. Ich war noch nicht im Fernsehen. Ich schon. Wenn Tine Wittler zu dir nach Hause kommt, dein Zimmer macht und du da sitzt. Ich bin gerade am Zocken, verpiss dich. Aber wo ich mich sehen würde. Ja. Wie jetzt nochmal der etwas dickere, festere, der immer diese Food Reviews macht? Jumbo Schreiner. Genau, so ein Video mit Jumbo Schreiner, wo wir richtig schon irgendwas essen. Alter. Wo ihr beide Sumo-Ring lernt. Stimmt, das wäre gut. Aber wird mich hart abziehen. Ich wollte sagen, bist du schneller, Tor, als gedacht. Hat der nicht so abgenommen? Ich weiß ja, aber nicht. Ja, aber es wird immer noch reichen für Daisy. Ich muss mir mit viel Vaseline einschmieren, damit ich mal wegrutsche. Das ist der Trick. Mit Kleidmittel. Er hat 16 aber Kilo gut, abgenommen. Okay, ja, dann. Glückwunsch an Jumbo. Ja, 16 Kilo, das ist fast mein linker Hoden. Gibt der mal die South Park Folge, wo die dann guten Schleppe und Randy mit seiner Schubkarre, ja. Ja. Mit seiner Schubkarre und Hoden drin, dann rumgekommen. Ich fand krass hier so im zweiten Teil von South Park, wie hieß denn das nochmal? Nicht Stick of Truth, sondern das danach. Bei den stimmt, Superhelden genau. Dann. The Fractured Butthole. Achso, ja. Mit dem, er ist besoffen, das ist Rotweinsuff, das ist der gefährlichste. Wo er dann die Leute da anfängt zu killen. Hartes Leben. So, nochmal zu Animes kurz. Daisy, was sind deine Animes, die du dir 2023 reinziehen möchtest? Oh, einerseits Arcane, freue ich mich schon mega hart drauf. Mhm. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja. Und ich will, dass es genauso geil wird wie die erste Staffel. Ja. Wo ich eigentlich keinen Zweifel habe. Dann freue ich mich auf das neue Castlevania. Mhm. Weil Castlevania ist mit einer meiner Lieblingsanimes gewesen. Und der wird, glaube ich, richtig geil. Und so mal überraschen lassen. Also bei mir ganz, ganz vorne mit dabei Tokyo Revengers, die zweite Staffel. Dann, warte mal, ich habe gerade einen Hirnlag. Vorhin noch geguckt, was kommt. ReZero weiß ich jetzt nicht, ob da was kommt. Mojishuku no Tensei, die zweite Staffel. Oder die dritte? Also Jobless Reincarnation. Ah, okay. Weiß ich gerade nicht, ob die zweite oder dritte. Auf jeden Fall geht's da weiter. Geht aktuell die Staffel, das geht ja bis ins neue Land, To Your Eternity 2. Und ja, sonst... Jujutsu Kaisen, die zweite Staffel kommt. Let's go. Und ich glaube, mit Demon Slayer geht's erst das Jahr danach weiter, ne? Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt so viele Animes, die nächstes Jahr kommen. Ja, so viele geile... Ich warte immer noch auf ReZero, dass da endlich weitergeht, da ich meinem Crush Beatrice endlich angaffen kann.
Das meintest du letztes Mal wirklich ernst? Natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen. Die kleine Nervige. Ich hab's geliebt, als sie aufgeschlitzt wurde. Ne? Also Twitch, Anime, fiktiv. Ach ja. Oh, Classroom of the Elite Season 3 nächstes Jahr. Okay. Okay. So. Ja gut. Dann. Haben wir eine gute Stunde gebraucht? Ja, Spider muss noch seine Animes, auf die er sich freut, sagen. Achso, Chris, sag mal hier. Hör mal raus. Oh. Unser Anime-Experte hier. Ja, Anime-Experte, nee. Ach, und Bleach, die des aktuellen Arc gucken und den Manga lesen, weil im Manga geht es jetzt auch weiter. Aber ist der Manga schon weiter oder ist er gerade beim jetzigen Arc? Der ist jetzt nach dem Arc. Ah, okay. Da hat Ichigo schon... Ja, ich spoilere mal nicht. Auf jeden Fall, der ist da etwas älter, Ichigo. Aber mal eine andere Frage. Hier steht gerade Attack on Titan Final Season Part 3. Ach so, ja, die kommt auch. Ja. Das war noch nicht fertig, der Anime. What the fuck? Der letzte Arc wurde in 3 oder 4 Stücke unterteilt. Okay, ja, dann kann ich noch warten. Weil ich warte immer noch, bis die fertig sind und dann gucke ich alles nach. Also man wurde schon tot gespoilert mit Sachen und ja. Freue mich drauf. Yeah. Das sind wirklich gute Anime. Ich weiß, ich habe die erste Staffel und zweite Staffel gesehen und dann habe ich bei der Final Season habe ich noch gewartet und dann gesagt, okay, ich warte, bis sie fertig sind mit allen Parts und dann gucke ich, dann binge ich die Scheiße und durch. Final Season hat eines der besten Openings aus Anime. Das habe ich schon gehört. Nee, bei mir gibt es eigentlich nicht viele Animes, die es gibt schon ein paar Animes, auf die würde ich mich freuen. Es gibt nicht viele Animes, auf die ich Bock habe, wollte er sagen. Ja, es gibt zu viele, aber es gibt von diesen vielen Animes nicht viele, auf die ich Bock habe. Also ich habe inzwischen wieder gelernt, dass ich keine Vorurteile haben sollte gegen Animes, die im Mainstream geliebt werden. Weil ich bin immer so, das war schon immer bei mir so, dass ich Antipathie habe für Dinge, die so alle mögen oder machen. Ja, gut, dann könntest du dir zum Beispiel nicht... Chainsaw Man habe ich mir nicht angesehen, weil ich aktuell keinen Bock darauf habe, weil das so gehypt ist. Da warte ich, bis irgendwas mal fertig wird. So, dann habe ich mal Tokyo Avengers die erste Staffel geguckt nach ewig langer Zeit. Und war eigentlich positiv überrascht. Okay, das Ende von der ersten Staffel ist halt so Cliffhanger, okay, aber das ist asozial. Ja. Und was heißt das noch, Domme? Was? Schau dir Breaking Bad an. Oh Gott. Wirklich, muss ich? Ja, aber bei Breaking Bad, das Problem, was ich bei Breaking Bad hatte, es sind Folgen dabei, die sind so Bucking Brot. Langweilig, Alter. Der Bucking Bread. Ich habe mir halt auch immer am Anfang so richtig gewehrt, weil ich dachte, das ist so Mainstream, das ist wahrscheinlich nicht mal so geil. Da habe ich sie geguckt und fand ich es richtig. Boah, es gibt einen neuen Teil mit Animes erraten mit schlechter Beschreibung, Daisy. Oh. mit der Rubberband, falls du dich noch erinnerst. Aber mal eine ganz andere Frage. Ja. Was ist denn euer Lieblingsanime? Oh nee, nicht dieses Fass auf. Nicht dieses Fach. Also da muss ich ganz basic antworten. Naruto. Einfach weil es mich meine Kindheit lang begleitet hat, bis es dann fertig war. Okay. Es gibt so viele. Ich meine, man war so gestört, man ist in die Stadt gefahren und ist dann damals noch in Karstadt in die Gaming-Abteilung gegangen, hat da einen Fernseher gekapert und RTL 2 angemacht, weil man es nicht rechtzeitig nach Hause geschafft hat. Da habe ich mit einem Kumpel im Mediamarkt noch eine Folge von Naruto, da war gerade das mit Pain noch geguckt.
So ein Struggle war das, ja? Das war ein Struggle. So, wir schaffen es nicht mehr nach Hause für die Folge. Scheiße, wo können wir gucken? Oh, in Karstadt haben die doch eine Abteilung. Okay, lass da hin. Oh, lol. Ich würde am liebsten Tokyo Ghoul sagen, weil es einfach der liebste Anime ist. Du magst nur das Intro, du weißt nicht. Aber. Ja. Overlord? Ich würde es ehrlich gesagt sogar. Auch wenn ich es jetzt sagen kann, ja, das ist ja nicht wirklich Anime, würde ich es auch hingeben. Oh. Ja, ist ja ein Anime. Ey, ist halt nicht von japanischen Entwicklern, deshalb. Kann man das ja nicht Anime schimpfen, aber ja, es ist eigentlich Anime und das. Einerseits würde ich lieben gern Tokyo Ghoul sagen, aber ich glaube, ich muss es auch kennengeben. Also. Ja, bei mir ist es sehr einfach, bei mir ist einfach Sword Art Online. Ja, aha. Die erste Staffel ja, Alicization ja, der Rest nein. Ja, gut, zweite Staffel war halt. Gun Gale, nee. Einfach nee. Ja, aber Gun Gale, also es gibt ja nur Gun Gale Online, das war ja ein Spin-off. Ich meine, die zweite Staffel besteht einfach daraus, sich über Traps in Animes zu chauffieren. It's a trap. Aber Sword Art Online finde ich nach wie vor einfach genial. Vor allem die letzte Staffel jetzt, die war. Ich finde das Fass aufmachen von künstlicher Intelligenz in der heutigen Welt. Das war das Alicization, oder? Ja, das war das Alicization. Mhm. Und das war ist das gut? Kann man das empfehlen? Ja, Alicization ist übel geil. Es ist so übelst geil, weil es so kontrovers ist. Auch von der heutigen Zeit. Auch wenn Yu-Gi-Oh! So gegen Ende nur noch halb dabei ist. So, der tut nur noch so halb performen. Der kann auch nicht mehr performen. Der tut nur noch so halb performen, sage ich mal, ohne dich zu spoilern. Ich fand's aber komisch, weil ich den Trailer dazu gesehen habe. War dann irgendwie wieder mal klein und dann dachte ich mir so, hä, was ist jetzt los? Ach so, ja, ich tue es dir mal spoilerfrei zusammenfassen, ja? Also, er ist da in einem Seed, ja, in so einer künstlich generierten Welt, wo dann diese KIs großgezogen werden, ergo die KIs wachsen und lernen wie Menschen, und er wurde da quasi mit einem Filter vorher, als er das getestet hat, reingesetzt, und dass er quasi da mit denen als Mensch von außerhalb quasi den KIs dann beibringt, als normaler Mensch zu leben, ja, ergo, der kam da rein, hat alles vergessen, was er weiß, und ist dann mit als Kind mit aufgewachsen. Ich könnte es noch ein bisschen genauer erklären. Ja, und dass da schon mehrere Generationen drin sind und am Anfang dann 10 Arbeiter da reingeschickt wurden und dann KIs großgezogen haben. Du hast einen Punkt vergessen, und zwar, warum ist er eigentlich da? Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich sag's mal so, weil er mit dem Regenschirm gut umgehen kann. Ja. Ja. Ich meine, ich sag dir ganz ehrlich, da dachte ich wieder, da hatte ich das erste Mal nach dem ersten Hälfte von der ersten Staffel das Gefühl, okay, Kirito ist ein Motherfucker. Also, ja, da hatte der das erste Mal wieder meinen Respekt. Bei Gun Gale und war das so ein bisschen. Ja, da war es ja egal, aber bei es war, sagen wir mal so, es ist wieder ein Anime, oder es ist eine Staffel, oder es sind eigentlich zwei Staffeln. Die easy mit der ersten mithalten können und sogar sehr easy, in manchen Punkten sogar schon geiler sind. Okay, das hört sich schon mal geil an, weil ich fand das irgendwie komisch, dass dann irgendwie klein ist und so, was geht jetzt ab? Das habe ich immer habe ich es nicht geschaut, aber wenn ihr sagt, das ist geil, dann muss ich da mal reinschauen. Übel geil. Also man kann es ganz, ganz kurz so erklären. Also es geht darum, es ist ein geheimes Projekt und alles sind so solche Flocklights. Das heißt. Flatlights. Ja, oder Flatlights. Es sind Seelen im Endeffekt. Ja. Es sind Seelen, die in einer Computersimulation sind, und es geht einfach darum, dass die kein Programm mehr abfahren, sondern
die sind so nah an einem menschlichen Gehirn dran, dass sie eigenständig denken könnten, tun sie aber nicht. Sondern denen wurden Regeln aufgestellt, die das System hat. Und das Ziel davon ist, dass eine Seele die eine Regel bricht. Und wenn das passiert ist und das überwindet, dann ist das Projekt erfolgreich. Warum jetzt dann Kirito da ist und warum das dann zum Schluss alles so wichtig ist. Wegen Plot. Sonst gäbe es kein Anime. Ja, aber. Zusammengefasst Punkt, wegen Plot. Ja, zusammengefasst wegen Plot, aber warum er dann zum Schluss wirklich auch da landet. Ja, weil die seine. Der, ich sag's mal so, der hat einen Shot bekommen. Dann ist ihm so ein bisschen das Hirn flöten gegangen und quasi, dass er seine Hirnwellen wieder regeneriert, beziehungsweise die Hirnfunktionen wieder stabil werden, haben sie ihn in diese Welt gesteckt, dass er da drin. Einen Schock hat er bekommen. Dass er da drin quasi seine Hirnaktivitäten wieder normal bekommt. Einen Schock hat er bekommen, ja, genau. Der hat einen Shot bekommen. Ja. Ich hab Schock verstanden. Nee, der hat einen Jägermeister-Shot in den Arm bekommen. In den Arm. Jetzt wird's auch heftig. Ich muss mal, was für ein Schock. Da war doch so eine Spritze, oder nicht? So. Wolltet ihr nicht sogar erschossen? Nein? Das war die Giftspritze aus Gangale. Nein, das war die Giftspritze von Gangale. Mann. Egal. Schau dir den Anime an, der ist gut. Ja, der ist geil. So. Aber das war's erstmal für den Podcast. Gleich kommen wieder 2-3 Videos. Tüdelü. Endwort gehört Gast. Das Endwort gehört mir. Gut,